Nach 3 Jahren sind wir noch nicht am Ziel, aber wir sind sehr weit vorangekommen. Wir haben noch Baustellen, wir haben aber auch viele Baustellen bereits schließen können, sagte Deutsche Bank-Chef Christian Sewing auf der Online-Hauptversammlung des größten deutschen Geldinstituts. Der radikale Umbau zahlt sich aus. Ja, die Verlustserie konnte beendet werden und die Aktie ist zuletzt auch kräftig gestiegen. Ich gehe davon aus, dass die Deutsche Bank das Schlimmste hinter sich hat. Es waren ja harte Jahre, harte Einsparjahre ohne Dividende und wirklich einem sehr schwachen Kurs. Aber jetzt schaut man nach vorne, erfolgreich nach vorne. Man hat die großen Baustellen dann zumindest weitestgehend geschlossen. Das heißt zwar nicht, dass jetzt Banking einfacher wird, weil die Konkurrenz ja groß ist, aber die Deutsche Bank schielt natürlich jetzt darauf, dass sie vielleicht auch im Ausland mal sich mit einem großen Partner zusammentut, also damit durch mehr Marktmacht auch wieder bekommt. Und was man so hört im Privatkundengeschäft, auch im Firmenkundengeschäft und auch sicher im Kapitalmarktgeschäft, wo man zwar etwas runtergeschraubt hat, läuft es ja nach wie vor sehr rund. Also von daher für langfristige Investoren, ja, ist die Deutsche Bank sehr geeignet. Unsere Themen heute: Was bedeutet die Megafusion in der Immobilienbranche? Der DAX auf Rekordhoch und zudem haben wir wieder 2 Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Unter anderem schauen wir heute auf Gold. Das alles jetzt bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading. Sollte die Fusion zwischen der Nummer 1 Vonovia und der Nummer 2 Deutsche Wohnen klappen, entsteht ein neuer großer DAX-Konzern mit einem Wert von etwa 48 Milliarden Euro. Man hat 550.000 Wohneinheiten in Deutschland, viele davon in Berlin. Und dort will man 20.000 Einheiten ans Land Berlin verkaufen und die Mieten erst einmal deckeln. Aber wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass diese Megafusion wirklich durchkommt? Ich gehe davon aus, dass die Zustimmung der Deutsche Wohnen kommen wird, denn man hat ja 2 Fragezeichen. Erstens, könnte es sein, dass ein anderer, ein ausländischer Investor kommt und die Deutsche Wohnen quasi Vonovia wegschnappt? Und natürlich weiß man eben auch, dass ja die Deutsche Wohnen sehr stark in Berlin präsent ist. Und wer weiß, was da nach der Senatswahl und nach der Bundestagswahl kommt. Und mit dieser großen Präsenz in Berlin will die Deutsche Wohnen sich eher sehr stark in eine größere Einheit einbringen, um das Risiko zu minimieren. Das heißt, ich gehe davon aus, es wird funktionieren. Wir schauen gleich auf den DAX und die Inflation. Jetzt gucken wir aber erst einmal auf die Bildungsangebote. Die Bildungsangebote der Finance School of Trading sind jetzt für euch online. Börsenausbildungen, Börsenbriefe und Handelssignale. Registriert euch einfach kostenfrei und ab einer Kontogröße von 2.000 Euro könnt ihr die Förderung beantragen. Dann gibt es zum Beispiel die Trading-Ausbildung von André Stagge für 3 Monate kostenlos oder den Börsenbrief Aktien für alle von Mick Knauf für ein ganzes Jahr. Die Anmeldung und alle Infos zu den Bildungsangeboten jetzt auf financeschool.de. Das IFO-Geschäftsklima so gut wie seit 2 Jahren nicht mehr. Das half auch dem DAX auf ein neues Rekordhoch. Aber was beschäftigt die Börsianer momentan eigentlich? Das alte Thema ist das neue Thema, die Inflation. Das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Im Augenblick erleben wir ja eine gewisse Entspannung. Wir werden ja Zeugen, dass die Notenbanken nicht mehr so agieren von ihrer Diplomatie und von ihrer Rhetorik wie früher Außenminister, also viel reden, nichts sagen, sondern sehr platt, sehr konsequent sagen, die Inflation ist nur vorübergehend. Und das heißt natürlich umgemünzt auch für die EZB, wir werden nicht großartig restriktiv. Das heißt, wir haben zwar Inflation, die wird aber durch Zinserhöhung und Renditeerhöhung nicht bekämpft. Und damit ist Inflation natürlich ein Treiber für das Aktienkapital, das ja auch Sachkapital ist. Von daher im Augenblick eine positive Situation. Hinzu kommen auch die Schmankerl, dass die Konjunktur in diesem nächsten Jahr sehr robust wächst. Also von daher dem DAX treu bleiben. Er ist immer noch das industriezyklische Herz der Welt ohne große Zinsangst. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen, zuerst auf Gold. Ja, und Gold konnte an die Gewinne der Vorwoche anschließen und knackte sogar die runde Marke von 1.900 US-Dollar. Damit steuert der Goldkurs wieder auf seine Höchststände zu.
Die Analysten sehen hier eine Long-Chance. Das erste markante Ziel hat der Gold-Future nahezu erreicht. Darüber wird ein Anstieg an 1.965 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Aber erst an dieser Stelle wird sich der weitere Werdegang auf Sicht der nächsten Wochen zeigen. Sehr wahrscheinlich könnte es in diesem Bereich zu Gewinnmitnahmen und einer darauf folgenden Konsolidierung kommen. Gelingt es auch, diese Hürde nachhaltig zu überwinden, wäre ein Gipfelsturm an die 2.075 US-Dollar so gut wie sicher. Und wir schauen auf Vonovia. Und da waren die Nachrichten Anfang der Woche natürlich besonders wichtig. Und die Aktie musste erst einmal kräftige Abschläge über sich ergehen lassen. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang September letzten Jahres offenbart einen intakten Abwärtstrend. Aus diesem ist Vonovia sogar zu Beginn dieser Handelswoche herausgerutscht und versucht sich nun um 48,85 Euro zu stabilisieren. Sollte dieses Unterfangen in den kommenden Tagen mit einem Anstieg über mindestens 50 Euro gelingen, wäre dies ein erster Hinweis auf eine bevorstehende Erholungsbewegung, zunächst an etwa 52,21 Euro und darüber an den EMA 50 bei etwa 54,31 Euro. Höchstkurse aus den letzten Monaten wären ein Folgekaufsignal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading.